Hey ihr schönen Menschen, hi und herzlich willkommen zurück zu Rhyme. Folge 8 unter Wasser, wir sind under the sea. Und wir haben festgestellt, uns fehlt ein Schlüssel. Wir haben einen, wir brauchen zwei. Logische Konklusion, uns fehlen drei. Genau richtig. Uns fehlt einer und dann müssen wir uns mal ein bisschen umgucken und schauen, wo wir diesen herkriegen. Ich finde, das hier sieht verdächtig nach etwas aus, wo wir hin müssen. Hier sind schließlich Luftblasen und ein Weg. Oh, ich muss sagen, ich bin wirklich, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Let's Play angefangen habe. Ich bin bislang wirklich sehr, sehr begeistert. Und eigentlich würde ich am liebsten euch allen sagen, hört auf mir zuzugucken. Und geht jetzt und spielt dieses Spiel selber. Weil ich finde, ich hoffe, es kommt so toll rüber, wie es sich anfühlt zu spielen. Das ist das, was ich hoffe. Ah, schaut mal. Nochmal so ein Drehding. Aha, okay. Schauen wir mal, wo wir es hindrehen müssen. Wo wir denn die Drehplatte brauchen. Ah, okay, wir brauchen sie irgendwie hier. Ah, beziehungsweise, ja, okay. Die Platte muss hier sein. Der Kopf ist genau auf der anderen Seite der Plattform. Also müssen wir hier brüllen, richtig? Ja, vielleicht noch ein bisschen hier so. Das sieht doch gut aus. Also es macht, also mir macht es bislang wirklich sehr viel Spaß, die Welt zu entdecken, zu schauen, wohin entwickelt sich die Geschichte. Ich bin wie nenne ich das jetzt richtig auf Deutsch? Mystery quasi Aspekt. Dieser geheimnisvolle Aspekt um die Geschichte herum, die nur in Bildern kommuniziert wird. Ich bin so gespannt, wie das weitergeht. Bam! Eine Arschbombe rein. Und ich freue mich wirklich immer mehr und mehr von dieser Welt zu sehen und zu entdecken, was sich die Entwickler ausgedacht haben für diese Welt. Was für Gedanken sie sich gemacht haben, was für Lebewesen sie erschaffen haben vielleicht. Wie den Herrn Adlerich. Herrn von und zu Adlerich. Es ist fantastisch. Diese kleinen Fische, die kleinen Details, die liebevollen. Die Musik. Ich kann nicht oft genug sagen, wie schön die Musik ist. Habe ich, um ehrlich zu sein, eine Weile nicht mehr gesagt. Aber die Musik. Es ist super harmonisch, es ist super schön und ich habe sehr, sehr viel Spaß. So, hier sehen wir, eigentlich hätten wir auch schon an dieser Sonne sehen können, dass hier der Tempel ist, weil hier ist die volle Sonne. Und da, wo wir den ersten Schlüssel gefunden haben, da war eine halbe. Ich glaube, die obere Hälfte. Und in dem anderen Tempel, da war vor dem Eingang die untere Hälfte. Ah, wir können schon hier hoch. Dann mal raus. Und den zweiten Schlüssel einsetzen. Ich bin sehr gespannt. Mal schauen, was passiert. Also auf jeden Fall sollten wir jetzt die Mühle aktivieren oder irgendwas aktivieren, wohin wir zur Mühle kommen. Wahrscheinlich kommen wir jetzt nach draußen. Was ich schade finde, weil unter Wasser finde ich es gerade sehr, sehr schön. Das fand ich toll. Ich folge dir, Licht. Wah! Ah. Ach, schaut mal. Oh, hier ist ein bisschen Wasser. Okay, wir haben ein neues Schattenrätsel. Uiuiui. Wow. Gott, dieses Geräusch macht mir Gänsehaut. Das fühlt sich so an, als würde das an meinen Kopf ankommen, dann kriege ich Gänsehaut davon. Okay, was ändert das genau? Hat es das Licht geändert? Hat es. Ah, mal gucken. Also, das ist die Lichtquelle. Sehe ich das richtig? Ja. Also da ist auf jeden Fall eine Sonne. Wir haben hier drei Sonnen im Raum. Drei. Uno, dos und tres. Was macht jetzt die Kugel? Hm. Ach, vermutlich brauchen wir die am Ende, um die Dinger da zu aktivieren. Ach, wahrscheinlich, wenn da der Schatten drauf fällt, dann werden draus Gesichter, die man aktivieren muss oder so. Ah, da sind welche. Okay, alles klar. Ja gut, das heißt, wir müssen die Kugel irgendwie jetzt so rumschieben, dass wir Schatteneinfall auf alle
So haben wir schon mal auf 2, aber hier nicht. Vielleicht können wir es auch da... Ah, nee, Moment. Da aber auch nicht mehr. Hey, was soll das? Gerade stand es noch. Vielleicht reichen ja auch 2 Schatten von den Statuen. Oh Gott, das ist kompliziert. Hilfe. Oh Gott. Also, weil wir können uns notfalls... Ah, mal gucken, erreichen wir? Nee. Gibt es irgendwo ein Ding, wovon wir die Kugel aus erreichen? Vermutlich nicht. Und vermutlich ist das beabsichtigt. Nee, der will nicht brüllen. Okay, die Statuen können wir auch nicht bewegen. Ja, ich werde es einfach mal mit Trial and Error versuchen. Jetzt ist natürlich ein bisschen knifflig. So, dass jeder Schatten... Wie soll das denn gehen? Das muss doch theoretisch dann zentral sein. Theoretisch muss dann die Lichtquelle in der Mitte sein, damit von überall aus dann... Damit von der Mitte aus quasi die Schatten nach außen gehen. Es sei denn, wir werfen irgendwie so einen Schatten dahin. Ah, wir haben es fast. So. Ha. So haben wir es. Kabam. Wow, Wasser. Oh, wir müssen es bewegen. Okay. Oh, die Musik. Fantastisch. Richtig toll. Aha, hier fehlt eine Plattform und dann können wir wieder etwas bekommen. Also hier bekommen wir erstmal Stress vom Adlerich, das sehe ich jetzt schon. Hier haben wir wieder so ein ähnliches Rätsel. Oh oh. Reicht das, wenn ich hier bin? Nee, ne? Oh oh. Oh oh. Oh! Oh Gott! Boah, hab ich mich erschrocken, oh Gott! Oh mein Gott! Ah! Okay, der kam... Der ist schneller aufgepoppt, als ich gedacht hätte. Vielleicht müssen wir tauchen. Wo kriegen wir das Ding denn her? Diese Plattform. War? Nein. Tauch mal. Vielleicht? Nee. Hier sind auch keine Sauerstoffblasen mehr. Vermutlich müssen wir nicht mehr hier hin. Aber dann verstehe ich nicht, was das Spiel von mir will. Also offensichtlich müssen wir hier eine Plattform... Oh, Moment. Vielleicht komme ich ja jetzt. Vielleicht reicht das ja schon. Aber es sieht so aus... Nein, 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 nein. Hoch. Es sieht trotzdem so aus, als müssen wir da noch irgendwas hinstellen. Mal schauen. Ja, nee. Nee, nee, nee. Da fehlt was. Da fehlt was. Ganz eindeutig. Aber wo ist es? Wo ist es? Wo finde ich es? Und was mache ich damit? Also, was ich damit mache, ist völlig klar. Ich muss es da hinschieben, aber wo ist es? Ist wieder da hingelaufen? Ja, ne? Geh weg. Scheiße. Ah, das... Die Treppe, aber wir werden gleich wieder gefressen, wir werden gleich wieder gefressen. Nein! Boah, das ist auch noch voll laut. Achso. Ah, hier unten sind wir safe. Okay. Aber hier nicht, ne? Aber hier. Hier auch nicht? Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Oh Mann. Oh Menno. Wahrscheinlich klettern. Hier hoch. Beeil dich. Ja, nein! Nein, 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 nein! Nein, du hast gefressen. Ah. Okay, Herr Adlerich, jetzt wirst du nervig.
Jetzt werde ich aber auch nervös. Ich werde nervös, wenn der so nahe kommt, dass ich denke, ah, ich werde gefressen. Hoch, hoch. Nein, 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 jetzt geh doch nicht runter. Du Spaß. Nein, 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 nein. Oh, jedes Mal erschrecke ich mich. Oh, Mann, jedes Mal. Ich wollte eigentlich, ich habe Kreis gedrückt, um, zu rollen. Und das hat er dann, eigentlich ist Kreis halt auch das gleiche Kommando wie für, einen Vorsprung runtergehen. Warum hält das? Ich bin doch offensichtlich im Schatten. Achso, und jetzt bin ich plötzlich im Schatten und safe. Was soll das denn jetzt? Das war blöd. Aber hier können wir das Ding jetzt rausziehen. Lass mich. Hier, Schatten. Wow. So, damit haben wir auch die Plattform, die wir jetzt schön reinschieben in das Gebäude. Lalalalalalalalala. Aber im Echtzeit habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie großartig geholfen hätte. Oder? Nee, ne? Irgendwie so gar nicht. Ich meine, da fehlt doch noch irgendein goldenes Teil. Oder? Ich drücke auch immer die falschen Tasten. Die falschen Tasten drücke ich. Mal schauen. Ah, nö. Doch. Doch, das war doch richtig. Okay, alles gut. Das war doch das, was wir machen sollten. Schaut mal. Ah. Nee, singen will er nicht. Okay, das heißt, das müssen wir schon... Ah, ah. Wir haben eine Lichtquelle. Jetzt verstehe ich. Deshalb ist das Ding nämlich da, damit wir es jetzt anbrüllen. Na? Wahrscheinlich gibt es jetzt diesen Stein da frei. Wow. Aber wie soll das denn gehen? Achso. Ist hier so viel Wasser? Hammer. Okay, nein, wir müssen tatsächlich nach draußen. Hier drin ist nichts mehr. Wow, der will uns immer noch fangen. Scheiße. Ich bin offensichtlich im Schatten. Das finde ich jetzt ein bisschen... Ich bin in der Dunstabzugshaube. Geil. Ja, das fand ich jetzt ein bisschen blöd, weil wir waren ja im Schatten eigentlich. Naja. Ja. Guck mal hier, Schatten. So. Ja, vermutlich können wir jetzt irgendwie die andere Seite erreichen, jetzt wo das Wasser hier so hoch steht. Ja, da können wir halt lang, ne? Na? So. Hier müsste ich safe sein. Aber bestimmt bin ich es nicht. Ich wusste es. Ah! Oh, das nervt. Das nervt mega, aber egal. Ach, wir sind hier. Egal. Durch Tod haben wir es geschafft. Nein. Nein, du greifst mich jetzt nicht an. So. Noch mehr Unwetter. Nimm das, du Kackvogel. Bam. Gewittern, Arsch. Nimm das. Was hast du davon, dass du dich mit mir angelegt hast? So, wir müssen vermutlich hier lang jetzt. Das sagte mir die Kameraeinstellung und die Position dieses Steins. Und diese weißen Striche. Gehen wir mal so lang. Kommen wir hier irgendwo hin? Ah, da ist nur ein kleiner Vogel. Und ein abspastender Gecko. Dann werden wir wohl wieder tauchen müssen. Oh, die Musik. Wow.
Ich möchte dann irgendwie nicht Quatsch reden, wenn gerade so schöne Musik läuft. Ich kann das nicht. Ich fühle mich dann schlecht. Das ist so schön. Ja, aber dann sind wir jetzt beim Ausgang des Tempels, oder? Ja. Wo müssen wir denn dann lang? Schwimmen wir mal nach oben. Oh. Fuchs. Ich höre den Fuchs. Da ist er. Da ist er. Da bellt er. Der freche Fuchs. Und verschwindet wieder. Da läuft er, da läuft er. Ja, ich komme doch schon nach. Jetzt warte, du Fuchs. Bin nicht so schnell. Ich habe nur zwei Beine, du vier. Das ist unfair. Boah, die sind schon unangenehm, aber ich glaube, die sind gar nicht so böse, wie sie aussehen. Also, die sehen erstmal total gruselig aus, aber... und die machen voll die komischen Geräusche. Aber ich meine, die haben Angst vor uns. Und hier ist ein Schiffswrack. Ist das jetzt unseres? Ist das nicht unseres? Man weiß es nicht. Was sind diese... Achso, das sind Möwen. Egal. Wow, hört auf zu zischen, das ist unangenehm. Geh, bitte geh, hör auf zu zischen. Und ich vermute, da ist dann unser letztes und drittes Windrad. Da ist wieder eine Sonne drüber. Das heißt, wir müssen dahin. Ah, vermutlich geht es wieder unter Wasser. Cool. Aber ein Blick auf die Uhr sagt mir, mal wieder, das ist schon wieder Zeit, es aufzuhören. Ja, so schnell ging das. Das ging wirklich alles sehr viel schneller, als ich dachte. Fantastisch. Also ich bin bislang wirklich sehr, sehr von Rhyme begeistert. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann auch, ich glaube, ich habe diese Folge auch nur damit verbracht, zu sagen, wie geil ich das alles hier finde. Ja, damit sage ich einfach mal, beenden wir diese Folge. Ich wünsche euch noch einen guten was auch immer und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Rhyme, wo wir, ja, die letzte Windmühle uns reinziehen, um dann endlich vielleicht diesen dummen Adler wegzuscheuchen, damit wir endlich wieder auf diese Brücke zurückkommen. Um endlich herauszufinden, warum wir überhaupt hier sind. Und wer das hier ist und, also hier, ne, unser Hauptcharakter. Und was dieser Fuchs soll und was diese roten Menschen mit diesen roten Umhängen sollen und pipapo. So viele Fragen, so wenig Antworten. Ihr Lieben, macht's gut. Wir sehen uns, wir hören uns. Ciao, ciao.